Hallo zusammen, ich habe hier eine Tiefkühltruhe, 12 Volt, die läuft hier ab dieser Batterie, das ist eine 150 Ah 12 Volt Batterie. Mit dieser Batterie hält diese Truhe circa 7-8 Stunden. Ich habe hier unten den Thermostaten. Hier haben wir eine Temperatur von 80 Grad, wäre das Ziel, mit 12 Volt. Und hier drin haben wir eine sehr dicke Isolation von 13 cm. Durch das haben wir hier ja auch diese Temperatur. Hier gehen circa 15.000 Impfdosen rein, so was wir gerechnet haben, für den Transport in Fahrzeugen oder dann auch vor Ort stehen lassen. Man könnte diese Truhe auch über Solar betreiben. Also Solar, wenn kein Strom da ist, Solarbatterien, man müsste zwar ein größeres Batteriepack haben, aber dies wäre aus technischen Gründen möglich. Ja, Kühltruhen für Impfstoffe für den Transport bei minus 80 Grad. Ich mache euch hier oben einen Link von einem alten Luftfrachtcontainer, den wir mal gebaut haben. Eine kleinere Truhe, minus 60 Grad und zwei Labortruhen, die wir auch für spezifische Sachen bauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.